Was ist Mujahara? Mujahara bezieht sich auf eine Person, die eine Sünde begeht und diese Sünde dann öffentlich bekannt macht. Kommt euch das bekannt vor? Das ist eine der verbreitetsten Dinge, die wir auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken finden können. Der Gesandte alaihi salatu salam sagte, jeder in meiner Umma darf mit der Vergebung seiner Sünden rechnen, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Sünden öffentlich bekannt machen. Zum öffentlich Bekanntmachen gehört, dass ein Mensch eine Tat in der Nacht begeht und beim Anbruch des Morgens, wo Allah ihm Verborgenheit gewährt hat, sagt, du, ich habe gestern Abend jenes gemacht. Er verbrachte doch die Nacht in Verborgenheit, die ihm sein Herr gewährt hat und steht auf, indem er den Schutzschleier Allahs von sich abwirft. Das ist Mujahara. Eine Sünde zu begehen ist schon schlimm genug, aber davon Fotos zu schießen und sie auf Facebook zu posten, macht die Sünde umso schwerwiegender. In Clubs auszugehen ist eine Sünde. Bilder von sich mit Rings auf Facebook zu veröffentlichen, macht die Sünde bei Allah umso gravierender. Denn das ist Mujahara. Wenn es dir schwerfällt, deine schlechten Gewohnheiten abzulegen, bereue vor Allah, aber poste doch nicht Fotos von dir beim Sündigen. Mujahara macht eine kleine Sünde zu einer großen Sünde und kann eine Person aus dem Glauben führen. Warum? Was genau macht ein Mujahir? Mit seinem Verhalten drückt er aus, oh Allah, das sind deine Verbote? Ich begehe sie dennoch und es kümmert mich nicht. Und ich werde es der ganzen Welt mitteilen, dass ich dir nicht gehorcht habe. Astaghfirullah. Aber genau das tut der Mujahir. Und das macht seine Situation so gefährlich. Wenn du eine Sünde begehst, ganz gleich um welche Art von Sünde es sich handelt, was uns unweigerlich früh oder später passiert, da jeder Mensch ab und an Sünden begeht, aber verstecke deine Untaten und weine um Vergebung, veröffentliche nicht deine Sünden vor allen. Der Gesandte alaihi salatu salam sagte, haltet euch fern von den schmutzigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und wer auch immer eine Sünde begeht, soll sich in den Schutzschleier Allahs hüllen und seinen Schöpfer um Vergebung bitten. Bedecke deine Sünden und bitte um Vergebung. Erzähle nicht anderen darüber. Weder du noch ich möchten Fotos von uns sehen, die uns dabei zeigen, während wir auf der Toilette sind oder etwas Unanständiges tun, weil es beschämend und peinlich ist. Meine lieben Geschwister, eurem Schöpfer nicht zu gehorchen, ist noch viel beschämender und peinlicher. Warum macht es dann einigen nichts aus, Fotos von sich öffentlich zu posten, die sie beim Haram zeigen? Sind wir so verrückt geworden, dass wir das Saubere als etwas Schmutziges sehen und das Schmutzige als etwas Sauberes?